herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft mit Skeletor. Ja, heute erkunden wir mal dieses schöne Dorf hier. Und ich würde dann auch direkt loslegen. Wir fangen mit dem ersten Haus an und hören mit dem letzten auf. Ja. Dann haben wir, glaube ich, ein bisschen durchgeschaut. Falls ihr im Hintergrund meine Meerschweinchen hört, ja, hört ihr halt. Ja. Ich schaue jetzt das ganze Dorf durch. Hier sind zwei Gehege. Falls die Aufnahme einfach abbrechen sollte, dann mache ich halt. Dann setze ich einen Cut, dann ist nämlich mein Akku leer. Cool. Ja. Ich schaue hier schon durch die Häuser durch. Hier gibt es keinen Chest. Ah, ein Villager! Zack und zack. Ja, der arbeitet hier. Was können wir mit dem traden? Aha. Schuhe sind aber eigentlich ganz gut. Habe ich noch nicht. Ich habe ja hier erst Iron Helm und Iron Chestplate. Dann schauen wir mal hier in das Haus. Ein Chest. Yo, wer braucht denn so viele Äpfel? Aber na gut, einfach alles mal mitnehmen. Ich hätte einfach die Chest abbauen können, aber egal. So, dann geht's hier weiter. Was ist denn das für eine Generierung? Ah, hier haben wir zwei Kühe. Da ist der Eisengolem. Schauen wir mal hier rein. Oh, ein Fass. Hm, nichts drin. Cool. Oh, nein. Ah, jetzt sind wir jetzt noch rausgekommen. Gut. Hier kommt man ja gar nicht durch. Doch. Aber was ist das denn für eine Schrottgenerierung? Alter. Aber ich merke auch, Minecraft mit Skeletor macht mir mehr Spaß als Minecraft Skyblock mit Skeletor. Schreibt mir mal in die Kommentare, was euch besser gefällt. Aber das hier gefällt mir irgendwie voll gut. Ah, ein Brunnen. Ja, keine Ahnung, warum die Minecraft-Sounds gerade nicht gehen. Ich weiß nicht, ob ihr sie hört, aber ich höre sie jedenfalls nicht. Ah, ich habe die Glocke betätigt. Da rennt es zusammen aus. Ein ein Räucherofen. Hier eine zweite Tür. Ah, Schafe! Aber die müssen wir nicht töten, wir haben ja jetzt genug Betten. Zack, Türen wieder zumachen. Eine Schmiede. So Leute, ich habe auf YouTube ein Video gesehen. Nämlich, dass es hier einen Geheimraum gibt. Erstmal ran schon. Jo, Pickaxe habe ich halt schon. Und Schwert auch. Also das ist jetzt nicht so nice, aber Obsidian? Ist direkt 7 Obsidian? Ein paar Saplings und Sattel. Nice. Nämlich unter dieser Chest soll ein Secret Room sein mit krassem Loot. Schauen wir mal, ob das stimmt. Stimmt nicht. Und dann muss nämlich einfach noch weiter runterkommen. Also, traut nie solchen Leuten, Leute. So, Erde. Hochstecken. Ja, traut nie solchen Leuten. Die haben nie recht, meistens. Jetzt habe ich hier völlig umsonst eigentlich meine Pickaxe kaputt gemacht. Nur um herauszufinden, dass hier gar nichts ist. Ja. Aber warum machen sowas solche Leute? Warum? Ich verstehe das einfach nicht. Aha, da haben wir schon Monster. Gehen wir mal hier dann weiter. Da hinten, von da kommen wir ja. Gehen wir gleich vorbei. Hier schläft ein Villager. Lassen wir den mal schlafen. Und der hier, der will den Villager, wenn er rauskommt, umbringen. Oh mein Gott, der will uns umbringen. Ich habe in der letzten Folge, nach der letzten Folge hier auch schon einen Respawn-Punkt gesetzt, dass wir würden einfach wieder ein Dorf spawnen. Also mit Cheaten habe ich den aktiviert. Okay, hier haben wir noch ein paar Strohballen. Ist hier oben noch irgendwo lang? Nö. Hier drunter soll auch ein Secret Room sein, aber das glaube ich einfach mal nicht. Ah, das Meer. Ist ja ein wunderschönes Küstendorf. So, dann schwimmen wir mal darüber. Oh mein Gott.
Wer war das? Wer? Ah, der Wasserbau. Wer sonst? Wer sonst? Ja, hier schläft auch noch ein Villager. Hier haben wir dann einen Weizen. Da ist ein Skelett. Geh weg! Nein! Jetzt will ich nicht sterben. Schnell hier in das Haus ran. Tschüss. Ja, Lederhose. Können wir mal anziehen. So. Jetzt haben wir eine Lederhose. Jetzt habe ich mir kein Bett mitgenommen, das Iron Golem. Der Iron Golem kann, der kann mich nicht beschützen. Okay, jetzt haben wir aber das ganze Dorf durch. Ich muss den Iron Golem befreien. Wo ist er? Da. Alter, das Zombie trifft mich einfach nicht. Ja, der Iron Golem hat gekillt. Helft, ihr Iron Golem! Geh raus! Nice. So, wir suchen uns ein Bett und gehen pennen. Natürlich ist hier keins drin. Hier ist eins. An der Chest waren wir schon, oder? Ja. Gute Nacht. Ja, dann haben wir jetzt schon das ganze Dorf durchgeschaut. Und weil ich ja auch noch ein zweites Video aufnehmen muss, würde ich dann auch sagen, suchen wir uns in der nächsten Folge ein Haus. Oder wir bauen uns einfach eins. Und dann sage ich jetzt vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Skeletty. Tschüss.